Heute zeige ich euch, wie ihr alle diese Packs hier und noch viele mehr kostenlos in FIFA 23 bekommt. Tatsächlich wissen es nicht alle, aber EA gönnt jedem Spieler schon ordentlich Free Packs in Ultimate Team. Und mal ehrlich, nichts ist schöner als ein paar Free Packs. Damit ihr die Dinge aber bekommt, müsst ihr lediglich ohne viel Aufwand ein paar Ingame-Aufgaben erledigen. Im letzten Video habe ich euch schon gezeigt, wie ihr ein kostenlos 50k Pack abstauben könnt, aber heute wird es noch viel, viel besser. Jede Menge Premium Gold Packs, 55k Packs, 100k Packs, 25k Packs. Und das war noch nicht mal alles. Damit ihr die Free Packs bekommt, wechselt das allererstes Mal zu euren Zielen. Geht das Ding einfach mal der Reihe nach durch und zeige euch einfach, was ihr easy ohne viel Aufwand bekommt. Los geht's einfach mal mit einem chilligen, seltenen Spielerpack. Ist jetzt nicht das krasseste Pack heute. Allerdings müsst ihr euch dafür nur 5 Sterne im Foot Moments Modus holen und das geht wirklich innerhalb von ein paar Minuten. Ihr könnt euch dort natürlich auch noch andere Rewards holen, allerdings dauern die teilweise auch ein bisschen länger, also stöbert einfach ein bisschen. Weiter geht's mit den Wants to Watch Aufwärmen Challenges. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die noch gibt, weil die teilweise zeitlich begrenzt sind, aber dadurch, dass ich sie schon gemacht habe, sehe ich es nicht mehr. Sollte es die Challenge aber trotzdem noch geben, dann macht sie. Ihr bekommt ein 100 K-Pack und müsst quasi nichts dafür machen. 3 Spiele auf dem Transfermarkt holen, mit den gekauften Spielern eine Rivals-Partie machen, in 3 Spielen jeweils ein Tor schießen und schon habt ihr ein 100k-Pack. Next one ist die Meilenstein Silber Teambeherrschungs-Challenge. Die Challenge hört sich zwar echt extrem krampf an, schafft ihr aber sehr zügig mit einem Kollegen. Alleine habe ich es gemacht, macht keinen Sinn, ne? Ihr müsst nämlich dabei mit einem kompletten Silberteam 4 verschiedene Challenges in 15 Spielen absolvieren und erhaltet dafür ein seltenes Spielerpack. Und wie schon gesagt, damit ihr das am schnellsten machen könnt, schnappt euch einen Kumpel, schießt in jedem Spiel euer Tor und lasst euren Kollegen dann quitten. Solltet dann als Fortschritt zählen und so könnt ihr die Challenge schnell abschließen. Falls ihr aber keine Freunde habt, dann benutzt einfach die Kommentare dazu, um mit Leuten zu connecten. Schreibt euren Gamertag rein, sagt, ihr wollt die Challenge machen oder noch viel besser, ihr kommt bei mir in den Discord. Ihr habt einen extra Channel dafür und wir regeln das. Das gleiche geht dann auch noch mit der Meilenstein Challenge Bronze Team Beherrschung. Gleiches Prinzip, nur mit einem Full Bronze Team. Rewards sind genauso stark wie bei der Silber Challenges und auch das könnt ihr mit einem Freund easy machen. Next one ist die Meisterung Abschluss. Da habe ich euch im letzten Video gezeigt, dass ihr ein 50k Pack for free bekommt, wenn ihr 100 angeschnittene Schüsse im Tor unterbringt. Das könnt ihr optional auch auf der Spielschwierigkeit Anfänger mit den Squad Battles machen und gleichzeitig dann auch noch an der 500 Tore Challenge arbeiten. Denn auch dort bekommt ihr ein sehr starkes Pack, sobald ihr 500 Tore mit dem 80 Plus Team erzielt habt. Und das allerbeste ist, ihr könnt gleichzeitig noch an der Challenge Meisterung Vorlagen Fortschritt machen. Dort bekommt ihr nämlich für 500 Vorlagen mit einem 75 Plus Team ein weiteres 100k Pack. Das heißt, ihr könnt diese ganzen Challenges also alle auf einmal machen. Switcht ihr dann einmal zu den Zielen, dann findet ihr dort noch die Challenge Die Silberexperten. Die sind noch ein paar Tage verfügbar und gönnt euch für wenig Aufwand ein 55k Pack. Dort müsst ihr kleinere Aufgaben machen mit dem kompletten Silberteam. Könnt das Ganze also gleichzeitig auch mit der Silber-Experten-Challenge, die ich euch vorher schon gezeigt habe, machen. Schon wieder habt ihr 2 Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Außerdem dürft ihr nicht vergessen, als kleiner Tipp, immer wieder eure EP abzuholen, da ihr im Saisonfortschritt-Tab auch immer wieder Packs dafür einlösen könnt. Genauso natürlich wie im Foot-Moments-Modus. Gut, und damit habe ich jetzt jede Menge starke Packs for free bekommen und die machen wir jetzt mal auf. Aber wir machen einen Deal. Solltet ihr 85-Plus-Spieler ziehen, müsst ihr jetzt abonnieren und liken, okay? Mindestens. Sind zwar fast alle untauschbar, allerdings ist die Chance sehr hoch, dass ihr was Starkes zieht. All in all hatte ich jetzt nicht das krasseste Packlager, aber ich kann mich auch nicht beschweren. Für ein paar Spiele gibt es auf jeden Fall Verwendung bei mir im Team und die anderen lassen sich halt gut für SBCs verwenden. Damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es bringt euch ein bisschen was, ein paar Free Packs. Ihr zieht ein bisschen was Starkes. Lasst mich wie immer wissen, was ihr gezogen habt. Ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Challenges habt, die sich stark auszahlen lassen mit stabilen Packs, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. It's nice to know für jeden, denke ich mal. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Haut rein. Und gebt nicht so viel Geld für Packs aus, Junge.